Gott, ich will meine Creme-Lidschatten-Sammlung abdrehen. Dann habe ich die Lidschatten, glaube ich, auch alle durch. Ich glaube, ich bin dann generell mit meiner Sammlung durch. Leider kann ich dabei kein Schminktisch-Update machen, weil mein Schminkkasten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich euch das zeige. Oh ja, seht ihr das? Die Lade ist total rausgebrochen. Ich muss die so ins Kasten reinlegen. Und ich bin jetzt schon seit Monaten ist übertrieben, seit circa einem Monat bin ich schon auf der Suche nach einem neuen Kasten. Wenn würde ich aber gerne auch einen neuen Schminktisch haben wollen. Und das Problem ist, dass das wegen meiner braunen Möbeln dann noch nicht reinpasst alles. Deswegen überlege ich, wie ich das machen soll. Aber ja, da überlege ich noch weiter. Vielleicht habe ich auch vor, in der letzten Woche meines Urlaubs irgendwas radikal zu ändern. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich kann es euch noch nicht sagen. Aber ich bin irgendwie unglücklich mit dem Ganzen hier, besonders mit meinem Schlafzimmer. Aber das WC ist ja schon fertig, aber irgendwie, bevor ich das Vorzimmer oder irgendeinen anderen Raum anfange, will ich irgendwie das Schlafzimmer machen. Und da habe ich schon oft mit meiner Mama auch drüber geredet. Aber das hat Zeit für einen Style & Talk. Also, oder für ein Labervideo, wie auch immer. Also ich habe so eine kleine Lade. Der Kasten dafür steht hier, wo meine Spiegel stehen. Und es ist die zweite Lade, weil die ist weg, wie ihr sehen könnt. Da sind meine ganzen Creme-Lidschatten drin. Ich muss aber auch sagen, es sind nicht nur Creme-Lidschatten drin, es sind jetzt diese Metallic Loose Eyeshadows von Love auch dabei. Das sind nämlich die Desser. Ich finde aber für mich schon die aus irgendwie wie Creme-Lidschatten. Den zeige ich euch gleich zuerst. Es ist so, eigentlich ist es ein lila Farben, aber man erkennt ihn überhaupt nicht. Wenn man reingreift, ist der wie Butter. Leider gibt es die meisten im Sortiment nicht mehr. Ich bilde mir ein, ich hatte auch noch einen. Ich hoffe, er liegt nicht draußen. Wenn, zeige ich euch im nächsten Video oder ich versuche einen Look zu schminken oder so. Dann, den habe ich auch drauf, den habt ihr in meinem Get Ready With Me gesehen. Das ist der von Essence. Ich finde, das sieht aus wie so ein Schneeball. Deswegen habe ich den auch für den Look verwendet. Ich mag ihn sehr gerne, aber auch halt auch limited. Aber ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen eintrocknet. Also wird es Zeit, dass ich den vielleicht mal verwende. Dann habe ich natürlich, den habt ihr auch oft im Video gesehen, meinen Paintly Paint Pot. Den benutze ich ja als Lidschattenbase. Sieht schon sehr ramponiert aus. Den habe ich auch schon zum zweiten Mal, glaube ich. Ja. Dann habe ich einen Creme-Lidschatten, wo man kaum noch was sieht. Den benutze ich nämlich zur Zeit und den will ich unbedingt aufbrauchen. Das war von Essence aus der Circus LE. Kann man kaum noch lesen, weil das so spiegelt, ein Creme-Lidschatten. Man sieht, es fehlt ganz, ganz viel und ich bin wirklich stolz auf mich. Ich versuche den so gut es geht leer zu machen, weil ich den unbedingt aufbrauchen will. Dann habe ich hier einen Gel-Eyeliner. Ich benutze die Gel-Eyeliner aber als Creme-Lidschatten, weil das für mich viel, viel besser am Auge dann hält. Das mache ich in letzter Zeit immer so, weil ich nichts habe und nichts finde, was an mein Auge hält. Deswegen benutze ich immer Gel-Eyeliner als Lidschattenbase. Natürlich noch den MAC Painterly Paint Pot drunter und dann noch den Gel-Eyeliner drüber. Das ist aus der Naturista LE einer. Den grünen davon habe ich mal leer gemacht. Das ist der Mother's Earth is Watching You. So sieht er aus. Sollte ich aufbrauchen. Ist auch schon ziemlich schon ziemlich viel weg. So, damit ich weiß, was ich sagen will. Dann habe ich einen Misslin Gel Eyeliner. Der sieht so aus. Die gab es mal limitiert, die gibt es leider nicht mehr. Ich glaube, mir ist doch ein bisschen eingetrocknet. Zumindest sieht das da drin so aus. Vielleicht sollte ich die auch mal verwenden, damit ich die aufbrauchen kann. Das war ein Dessert, den habe ich von der Arbeit. So wie den blauen, den wollte ich nämlich damals unbedingt haben. Der sieht hammer aus. Also wenn ihr den seht, ja, ich glaube, er ist schon total eindruckend. Das ist echt schade, aber der ist Bombe. Vielleicht probiere ich den aufzubrauchen im Sommer. Im Sommer schminke ich mich ja entweder im Orange oder Blau. Ich habe letztes Jahr ziemlich oft Orange durch. Vielleicht probiere ich heuer mal im Blau. Dann habe ich noch einen Creme-Lidschatten von Essence. War auch, glaube ich, ein Tester. Ja. Ja, ein Dunkelblau habe ich noch nie benutzt. Ah, na, da ist der zweite Love-Lidschatten. Ja gut, ich habe noch einen. Weil den lilanen hatte ich in meiner Weihnachtstasche, also in meiner Geschenkstasche. Und den habe ich mir so dazu genommen. Den hatte ich auch vor kurzem oben, aber der hat überhaupt nicht auf meinem Auge gehalten. Mal gucken. Dann habe ich noch einen Essence, der was sich schon total auflöst. Den habe ich mal von einer lieben Abonnentin und YouTuberin bekommen. Sie macht sogar noch Videos.
Der sieht so, ach du Schande, der sieht so aus. Und die Farbe sieht so aus. Die sind auch sehr, sehr schön. Mit dem hätte ich auch den Look schminken können, was ich heute trage. Aber ja, von denen habe ich nämlich noch, glaube ich, einen blauen auch. Ja, naja, blau. Der ist nicht blau, der ist türkis, würde ich jetzt eher behaupten. Man kann die Schrift da überhaupt nicht lesen. Snow Jam hat die Ellie geheißen. Das schaut auch schon ein bisschen eingetrocknet aus. Ich will versuchen, die schon ein bisschen eingetrocknet ausschauen, die ein bisschen aufzubrauchen. Dann habe ich hier eine, das ist eine Lidschattenbase von Miss Lean. Die sieht so aus. Ich glaube, die kennt sie noch aus einem Haul. Das ist eine weiße Lidschattenbase. Ich hatte die zu Fasching oben und ich weiß nicht, was bei mir bei den Augen brannt hat. Entweder war das die Lidschattenbase oder was anderes, was ich an dem Tag oben gehabt habe. Ich weiß es nicht. Dann habe ich hier einen Metallic Shine Lidschatten. Ich habe den bei den Creme Lidschatten drin. Der ist von Kiko. Der sieht so, na super, kann man gar nicht lesen, der sieht so aus und der kommt in der Farbe rüber, natürlich grün. Weil mir ja mein Creme-Lidschatten leer gegangen ist, habe ich mit dem gekauft, aber der hält irgendwie am Auge nicht, weil ich halt keinen Creme-Lidschatten mehr drunter habe dafür. Dann habe ich noch von dieser Wave Gutes, hat die geheißen, den hier. Einen anderen habe ich ja schon meiner Nichte geschenkt und ich glaube, die anderen werde ich aber auch verschenken. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich glaube kaum, dass die genauso gut halten werden wie der Orangen. Aber ich glaube, den Orangen habe ich weggegeben, weil der nicht von der Farbabgabe so gut war. Dann, der ist mega alt, habe ich von der Ballerina Backstage ein Isoflé. Den weißen habe ich leer gemacht. Einen weißen hatte ich auch noch doppelt. Den musste ich dann entsorgen. Und ich habe noch einen auch. Riecht noch normal. Das ist der schwarze. Den habe ich sehr oft verwendet. Wie ihr sehen könnt, den benutze ich meistens für Smoky Eyes. Dann habe ich, na, machen wir mit dem anderen weiter, das ist auch von der Ballerina Backstage. Der riecht nämlich schon ein bisschen komisch, ein goldener, den finde ich wirklich schön. Ich hoffe, ich würde den aufbrauchen, also ich will ihn nicht entsorgen, sondern ich will ihn wirklich aufbrauchen. Dann haben wir nur noch ein paar, dann ist es leer. Einer von Essence aus der San Kist LA, die ist sehr alt. Oh, sorry. Die ist wirklich sehr, sehr alt. Den habe ich mir damals sogar selber gekauft. Da habe ich den Nagellack davon und irgendwas habe ich noch davon. Ich glaube, die Blushes oder so habe ich noch. Die Farbe sieht aber sehr interessant aus. Die Farbe ist wirklich schön. Also, aber ich kann mir eher sowas für den Winter vorstellen. Ich bin in, mir wäre es lieber, ich spucke ich rum. Mir wäre es lieber, es wäre schon Frühling. So. Dann habe ich noch zwei von MAC. Einen, der heißt Guinness Treasure, den hatte ich auch vor kurzem oben. Weil den werde ich dann verwenden für meine grünen Lidschatten, wenn ich den, wie heißt denn der? Wenn ich den, den ich euch vorher gezeigt habe, den Race the Curtain vor, da den von Cirque du Soleil. Ich glaube aber nicht, dass das halten wird. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie ich den verwenden soll. Die waren, glaube ich, nämlich von einer Kollektion. So wie der Idyllic oder so heißt der. So heißt der, auch von MAC natürlich. Und der sieht so aus. Ihr seht, der hat so ein paar Löcher, weil ich den manchmal als Eyeliner für den unteren Wimpernkranz genommen habe. Schaut mega geil aus, wenn man das macht mit dem. Nur bei Rot muss man halt vorsichtig sein, aber ich finde das schon echt cool aus mit dem. Meine zwei letzten sind auch Tester. Ich drücke mal kurz die Kamera ein bisschen höher. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sieht heute ein bisschen grunder. Die habe ich auch schon sehr, sehr oft getragen. Das ist einmal ein rosa und einmal ein gold. Sieht man hier. Ich muss aufpassen, weil einmal ist mir, glaube ich, einer sogar rausgefallen. Das ist das, also gold ist es nicht. Ich finde, es ist so ein cremefarbener von Lancôme. Die gibt es auch leider nicht mehr. Ich hatte Glück, dass ich mir die damals aussuchen habe dürfen. Das war auch noch zu der Zeit, wo ich angefangen habe dort. Und dann noch den rosanen. Der sieht so aus. Der ist noch nicht so oft benutzt. Hin und wieder benutze ich den cremefarbenen öfter. Der hat da auch schon so ein Loch sitzen, das finde ich voll komisch irgendwie. Aber so halten sie sehr gut und ich finde die Verpackung auch von denen voll schön. Ja, das war's jetzt mit meiner Creme-Lidschatten-Sammlung. Hat Spaß gemacht, die euch zu zeigen. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber ich habe auch die aus den Laden rausgenommen, die mir halt so schnell eingefallen sind, die ich halt euch zeigen musste. Ja, sonst war es das eigentlich schon. Es sind noch nicht mehr so viele, muss ich sagen. Ich bin brav am Aussortieren, falls sie kaputt gehen oder falls, oder ich benutze sie einfach, so wie manche. Ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, ob ihr auch ein Creme-Lidschatten-Fan seid. Ich finde, das lässt irgendwie nach in letzter Zeit. Es gibt kaum noch welche. Deswegen werde ich dann vielleicht auch Gel-Eyeliner als Creme-Lidschatten-Zwecks entfremden, wenn die gescheite Farben rausbringen würden. So wie die von Miss Lean. Ich werde die vielleicht als Lidschatten-Base aufbrauchen. Als Eyeliner waren die nämlich auch sehr gut. Das haben wir bei irgendeiner Kundin, haben wir das mal probiert, glaube ich, gehabt. Ja, das war's aber jetzt, weil ich weiß eh nicht mehr, was ich sagen soll. Und Spooky rennt da ganz nervös herum. Man sieht ihn jetzt nicht. Spooky, komm her. Spooky. Der guckt mich nur verwirrt an. Naja, dann, bevor ich das Video noch länger in die Länge ziehe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir, welche Creme-Lidschatten ihr habt und ob ihr welche empfehlen könnt, die auch am Auge halten. Also bei mir fetten, finde ich, meine Lider irgendwie ein bisschen nach. Keine Ahnung, wieso. Also falls euch da was einfällt, wenn nicht, bleibe ich bei meiner Gel-Eyeliner-Variante. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!